morgen, 7:30 haben wir es schon. Ich habe meinen Fiat dran hängen, gerade mal gucken, die Maut habe ich geändert. Gut, falls jetzt raus nach Frankenthal zur Kat und holen unseren 336. Den hole ich nach Hause, den geht in die Kosmetikabteilung. Danach weiß ich nicht. Dann ist es hier im Hof ist ein bisschen Arbeit zu machen. Die ganzen Kranbahnen sollen, die gerade im Hof liegen, die wir in Mainz drunne geholt haben, wegen den ganzen Elektromotoren, die sollen ins Trockene. Das noch machen vielleicht. Jetzt erstmal raus, Frankenthal, Bagger holen. Bagger holen und dann dann halt hierher bringen. So ist mal der Plan bis jetzt. Ja. Ah, der wird die hier wieder parken lassen. Das steht einer vorne dran. Danke. Oder ist der Kollege? Nein, der Kollege schläft, okay. Mein Kollege schläft. Ich hoffe nur, dass der so passt. Macht er mal gleich auf. Das ist ja super. Dach, aber das wird nicht so sein. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Fahrt rückwärts da hinten der Hall hinein. Löffel dabei. Der Bagger hat einen Löffel dabei. Aber jetzt werde ich nicht herumkommen, denke ich. War kaputt? Alles. Steht er schon.
eigentlich ein 2.0 gehabt. Hab ja halt morgen extra den Vierachser aufgesattelt. Eigentlich war mein erster Gedanke, der ja bekanntlich immer der beste ist, dass ich den mit dem Dreiachser fahre, aber ich wusste nicht, dass da ein Löck dabei ist. Ich muss gerade mal gucken, ob ich den Arm so zusammengelegt kriege. Ich hab's ja nicht. Ach, das geht. Dafür ist das Messer am Löffel zu groß. Thank you.
Gürtel dran, wäre der Arm etwa so gewesen. Ja, das reicht nicht. Den kriege ich nicht runter dann so weit. So, man kann mal gucken, wie die Schnurche. Sorry, wenn ich jetzt meine Rübe da vorne dran halte. Seite. Freundlich. Gehen wir mal
abmelden. Augenblick. Mal drauf. Danke. Tagi. So. Blähe. Mache ich das, was ich gesagt habe vorhin? Bleib hier im Hof, ich fahre rückwärts neben den Kran. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, da hinten der Arm. Steht hier quasi schon. Stand ja vor euch. Achso, nee, das habe ich gar nicht. Habe ich ja gar nicht gefilmt wieder mal. Und noch ein Kran.
Land. Ich hoffe, man kann was erkennen. Beinahe in die Leitplanke gefahren. So, willkommen am Dienstagmorgen. Ich musste gerade noch mal kurz hier von der Autobahn runterfahren. Eigentlich bin ich auf dem Weg zum Long Reach. Ja, ich habe aber vergessen, mein Mautgerät umzustellen. Das habe ich jetzt schnell gemacht. Jetzt fahre ich auf der Einsiedlerhof. Genau, das habe ich gemeint. Dass mein Stativ nicht dran ist. Jetzt fahre ich auf der Einsiedlerhof und ja, setze den Long Reach. Der muss einmal nur auf die andere Seite von der Autobahn. Und heute Mittag wahrscheinlich schon wieder geholt werden. Vielleicht warte ich auch vorne dran. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mein Weg heute Morgen. Normalerweise, wie gesagt, ich habe vergessen umzustellen. Alle. Oh Gott, Auto. Ist er wahrscheinlich fertig, dann vermute ich, der geht nach Wolfstein an den Weiher. Es gibt wieder ein bisschen eine sehr steile Anfahrt und die Anfahrt wäre, oder die Straße wäre mit Laub bedeckt. Gucken, ob ich da überhaupt hochkomme. Asphaltierte Straße, nasses Laub, ja, muss ich ja nicht viel sagen. Ich kann hier mit 60 Tonnen ein bisschen was hoch fahren musst. Ich denke, das wird schon leichtere Probleme geben. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, was ich zwischendrin mache noch. Wie gesagt, ist die Ruhe vor dem Sturm, das ist eigentlich jedes Jahr so. Dann in meistens zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen und dann nimmt einer die Trillerpfeife und dann heißt's alles nach Hause kutschen. Mal wieder meine Kamera hinten dran mache. Wird geladen. So, also. Flaggung haben wir an. Guck, ob ich hier wieder genauso gut rauskomme wie das letzte Mal. Wäre wünschenswert. So. Loch komme ich da schon drüber.
Ton der Bitte kollidiert. Danke. Vielleicht die Wandblinker anmachen. Ich bin natürlich genauso blöd da vor der Nase hocke, ne? Soweit, wie gesagt, geht mal über die. Sorry. Gerade ich bin nur über die. Muss nur über die Brücke drüber. Ohnehin musst du backen. Mal wieder gucken, wie wir das geregelt kriegen. Da läuft schon jemand rum, okay. Vermutlich werde ganz vorne stehen bleiben. Und da hinten kommen wir innen an vorbei, denke ich mal. Mal gucken, wie ich da hinfahre. Komme ich so nicht rum, das haut so nicht hin. Ich einmal vorne rumfahren, dass ich von hier gerade herkomme. Oder ich fahre hier rechts durch. Oder ich fahre hier rechts durch, das kann ich natürlich auch machen. Ich will hier keine bestimmt drehen. Ich könnte vorne an der Ampel, ich könnte rechts fahren, aber wie gesagt, durch das, dass die Fahrzeuge links stehen, standen. Da fahren wir halt einmal ins Karree, kommen halt, nehmen gerade Badstein mit, und kommen jetzt von hier ohne geradeaus hoch.
gucken, dass mir kein Bus entgegenkommt, aber das denke ich. 20 nach 8, das sollte auch passen. Hinne. Da hinne, ja. Und, ja, aber dann kannst du nicht drehen, das ist ja rückwärts. Na, ich muss ja vorne runterfahren. Ich bleib hier stehen irgendwo und häng dann ab, fahr mit dem LKW neben dran und dann geht dann anders. Weiß nicht, wie geht aber. Geht, danke. So, ich muss hier stehen bleiben irgendwo, weil hinne. Oder mal laufen, mal hinten gucken. Laufen, man könnte so hinten gucken, ob wir da aneinander vorbeikämen. Ansonsten laden wir hier ab. Hat sich gerade aufgehängt. Ich hoffe, dass die überhaupt was aufgezeichnet hat. Ich hoffe, die hat überhaupt was aufgezeichnet. Also wir können da hinten aneinander vorbeirollen. Ah, Holz. Können wir direkt laden. Nächste Winter kommt. Halt später den ganzen Weg hier rückwärts wieder raus. Sollte reichen hier. Jetzt hier abhängen, kann er mit dem Bagger da näher hinfahren. Das reicht, genauso machen wir es. Ob er hier hinfährt oder dorthin, ist eigentlich egal. Bleib hier stehen. Also, komm jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause. Die Laterne. Och, blöd, mit am Zügerli. Steht noch alles. Wenn ich die Laterne nicht umfahre, wollte ich gerade eben sagen. Mein lieber Mann, ey. Das hat aber gebumst hier. Jetzt lade ich irgendwelche Container. Wechseldrücken, denke ich mal. Wenn die nach Homburg zum Schrotthändler fahren, gehe ich mal stark davon aus. Alter, der Batsch, der ist so hoch. Bin ja doch gar nicht. Hab nur wahrscheinlich schön brutal frontal erwischt. Ne? Ums. So, also gut. Attacke Richtung Heimat.
So, hab aufgebrückt. Eine Wechselbrücke geladen. War jetzt gerade hier an der Tankstelle noch ein bisschen AdBlue, was ich ja schon gestern Mittag machen wollte. Volllaufen lassen. Wechselbrücke fahre ich jetzt hin nach Homburg. Da ist unser Schrotthändler quasi, wo wir immer unseren ganzen Baustellen, Schrott und so ein Kram hinfahren. Jetzt wird der Verkehr wie. Okay, die blinken. Von rechts kommt eine Walze. Kein Scherz, da kommt gerade eine Walze angefahren. Sorry, ich steh scheiße da. Ja, ich hab leer. Sorry, alles wieder. Wäre mit Sicherheit sehenswert gewesen. Aber ich hab ehrlich gesagt, ich hab gar nicht dran gedacht, dass ich das hätte filmen können. Ich musste kurz warten, weil der Hof halt voll war und die Waage ständig versetzt. Dann ging es auf einmal ruckzuck. Auf jeden Fall bin ich jetzt leer. Sorry. Ist jetzt leider so, wie es ist. Auf jeden Fall fahre ich jetzt zum Rückweg wieder in Kaiserslautern vorbei. Der Long Reach ist eventuell fertig. Ich weiß nicht, wo der hin soll. Ob ich den mitnehme, ob der gleich nach Holstein soll. Ich vermute fast, den nehme ich mit nach Hause. Erstmal. Und der geht dann die Woche irgendwann an den Weiher, falls er überhaupt noch dieses Jahr an den Weiher geht. Ich bin jetzt hier in Wolfstein. Relativ trocken aus. Ne? Hier Richtung Jugendherberge fahre ich jetzt. Mach mal die Längssperre rein. So, jetzt mache ich mal raus. Sorry, die Kamera hin funktioniert leider wieder nicht. Nehmt euch mal die Hand. Aber das sieht gut aus hier. Wenn die Straße weiter so frei bleibt, ja, dann sollte das alles passen. Ja, jetzt kommt hier ein Kollege gelaufen, den mache ich. Ich mache mal kurz nach unten. Ja. So, da sind wir wieder. Oh, die Automatik raus.
leicht gegangen, zu hoch gewählt. Ah, packt's. Er packt's, er schafft's. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Komm, zwei Gänge. Wow, ich bin hochzufrieden. Ich bin hochzufrieden. Zwei Gänge auf einmal. Ey. So. Irgendwas hört sich komisch an. Selbst wenn ich bremse, fühlt sich beinahe so an, als würde ich, als wäre, als wenn die Bremsbeläge einfach fertig, ja. Aber kann eigentlich nicht sein. So, das hier oben ist die Jugendherberge. Ich muss jetzt hier vorne rechts hoch. Ne? Ja, ich muss hier rechts hoch. Alle Jugendherberge vorbei und einfach Kerzen gerade in den Wald rein. Oder? Lauderecken, Wolfstein, Lauderecken. Ja. Hier ist jetzt ein bisschen Laub. Hopp. Ja, geht. Halt eine Quälerei hier hoch. So, jetzt weiß ich nicht, ist mein Baggerfahrer. Ich denke, mein Baggerfahrer ist noch nicht da. Der wusste noch nicht, dass er auch mit hierher soll. Ja, ich fahre jetzt einfach hier vorne auf den Schotterplatz und warte, bis er da ist. Weil der Bagger muss, ich vermute, da hoch. Kann ich auch in aller Ruhe den Akku tauschen. Mache ich einfach so. Irgendwo da hoch in den Wald geht's. So, hier warte ich jetzt, bis der kommt und dann geht's weiter. Hey. Ich habe mal den Akku getauscht. Licht. Ich weiß nicht, ob ich die Pumpe nehmen soll. Alle fällt zum Anfahren auf jeden Fall. Maximal den dritten Gang nehmen. Aber das geht schon. Guck mal, wie steil das da hoch geht. Wie steil das da hoch geht. Ich glaub nicht, dass ich hier weit hochkomme. Mal alle Sperre, die ich habe, drin. Jetzt einfach mal wieder raus. Gründeln wir mal hier hoch, in der Zeit. Ist halt 5. Also wenn ich hier auf dem
Asphalt hochkommen. Vorne beginnt dann gleich der Schotterweg. Ich sehe halt auch nicht, wie breit die Straße ist hier. Das sehe ich halt gar nicht. Mann, Scheiße. Fertig. Fertig. Kannst du mal probieren mit der Pumpe, aber ich denke nicht, dass da irgendwas geht. Erste Gang drin, alle Sperren. Ganz leicht Gas gebe ich. Die paar Meter hier noch über die leichte Kuppe, die jetzt hier direkt vor mir ist. Wenn er die noch schafft, wenn die Wild zwar an einem vorbeizieht, oder? Wie schnelllebig die heutige Zeit ist. Wir sind noch nicht oben. Nicht mehr viel. Ich glaube, da vorne an dem Schild, an dem erste Hilfeschild hier, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, Notrufschild da, keine Ahnung. Ich meine, da würde schon der beginnen. Also hier sehe ich mal zumindest, die Straße ist relativ breit. Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge. Das wollte ich sagen, mir ist es noch nicht eingefallen. So, ich denke, hier wird aber gleich, hier wird es laut mehr. Was ich noch machen könnte,
Weiß ich aber nicht, ob das was bringt, wenn ich die zweite Achse anhebe. Wenn ich meine zweite Lenkachse anhebe. Weiß ich nicht. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Druck auf der Zwillingsbereifung hinten. Jetzt wird hier der Weg schmal und genau hier muss der Schotter beginnen. Dann müsste es eigentlich besser gehen. Dann haben wir es doch wirklich bis auf einmal eine kurze Schwächephase gehabt. Okay, ich merke aber, er schiebt jetzt geradeaus. Hier um die Kurve rum. Hier vorne dann links rumkommt, das weiß ich auch nicht. Reicht gerade so nicht. Also hier rum komme ich nicht, und dann muss ich hier geradeaus fahren. Rum und hier links im Blick, das wird nichts. Da ist ein Kanaldeckel, habe ich eben auch nicht gesehen. Ich fahre da rum. Darum komme ich nicht. Darum werde ich jetzt nicht kommen. Gar nicht gesagt habe. Hier, da war ja der mit. Und auf jeden Fall backen wir den mal aus hier und dann steckt der mit neu. Wird neu angelegt, ich habe keine Ahnung. So, einmal. Jetzt gucken, ob er weit genug hochhebt. So, und hier könnte ich dann eventuell später das alles nicht so weit vorfahren, ne? Sehe ich natürlich rechts nicht. Ich hoffe, dass er hier später leer hochfährt. Hey, müsste normalerweise leer. Sollte das besser gehen. So. Sieht auch relativ fest aus, also ich sink nicht ein hier im Losboden quasi.
ins Eck geschissen hatte. Jetzt habe ich noch 7 Minuten Fahrzeit. Sorry, keine Kamera verloren. Ja, hätte mir wahrscheinlich noch gereicht bis nach Hause. Jetzt ist die Autobahn gesperrt. Wirst du blöd, oder? Da wirst du doch blöd. Ich dachte ja, der Tag heute war irgendwie anstrengend. Was weiß ich. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Alles weiter!
Tag ist halt leider zu kurz. Ja? Ich muss mit zwei einmal älter. Da will ich einmal Maschinenwagen wiegen. Gut. Ja, jetzt fahre ich wieder raus und mache dann hier einmal quer durch den Hof, rückwärts. Sorry, muss ich wieder anmachen. Ich bin zu Hause. Ich habe nicht mehr viel gemacht. Ich habe noch mein Fahrzeug wieder zusammengebaut, die Schilder dran und ein bisschen sauber gemacht. Alles wieder verräumt und bin nach Hause gefahren, weil es noch tanken und dann ja
Wäre ich heute zu Hause geblieben, hätte mir was verdient. So habe ich wenigstens auch was verdient davon. Aber Schluss. War nicht so eine tolle Folge, finde ich, wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse. Aber es ist, wie es ist. Ich kann es nicht mehr ändern. Bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Falls dem einen oder anderen die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Wer es noch nicht gemacht hat, über ein Abo würde ich mich auch freuen. Hält meinen Kanal quasi am Leben. Ja, und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank noch dafür. So, jetzt bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein, geht's nach Hause an Drog. Weiß gar nicht, was es gibt heute Abend. Lasst mich überraschen. Bis denn. Ciao.